herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich, ja, einen sozusagen 2-in-1-Lesemonat, denn ich zeige euch heute den September und Oktober in einem, weil ich in beiden Monaten jeweils nur 3 Bücher gelesen habe und ich mir dachte, da ich euch den September noch nicht gedreht habe, mache ich das jetzt einfach, in einem. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Buch aus dem September. Und zwar ist das von Jennifer Benkow, One True Queen. Im September kann ich euch leider keine Statistik geben, weil ich mein Bookjournal nicht geführt habe. Ja, Schande über mich. Aber im Oktober bekommt ihr dann gleich eine. Und zwar habe ich als erstes One True Queen von Jennifer Benkow gelesen. Und zwar geht es hier drin um Maylin. Ich habe schon ihren Namen vergessen. Ja, Maylin. Und Maylin ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, die in Irland lebt. Irland oder Island. Und eines Tages ist sie bei ihrem Kampfsporttraining und ja, wird quasi in eine andere Welt katapultiert, gesogen, wie auch immer man es nennen möchte. Und findet sich dann in Liar Sky wieder. Und ja, eigentlich wollen alle, die dort sind, sie töten, bis auf ihr geheimnisvoller Retter. Der bringt sie dann nämlich zur Königin und sie erfährt dann, dass sie die neue Königin werden soll. Allerdings, ja, ist es quasi in Liar Sky ein Todesurteil, wenn man dort Königin ist. Warum das so ist, müsst ihr selbst lesen, das steht auf jeden Fall hier drin. Ja, ich fand das Buch gut, ich fand es auch besser als gut, aber es wird ja so dermaßen gehypt. Also jeder auf Instagram vergibt diesem Buch 5 Sterne, das hat es von mir definitiv nicht bekommen. Von mir hat es 4 Sterne bekommen, weil mir einiges zu ungereimt war. Und aber es sind sehr, sehr gute 4 Sterne. Ich weiß nicht, ich mochte die beiden Protagonisten nicht so wirklich und mir ging das an einigen Stellen irgendwie zu schnell, wenn man so möchte, wie da was passiert ist. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dazu gibt es auch eine Rezension, die findet ihr am Ende beim Abspann auf jeden Fall. Dann habe ich gelesen The Kingdom von Jess Rothenberg oder Rothenberg, ich weiß nicht, ob es Englisch ausspricht oder Deutsch, ich denke mal Englisch. Hier drin geht es um künstliche Intelligenz und zwar geht es um Anna. Und Anna ist eine, ja, keine künstliche Intelligenz, sie ist ein Cyborg, wenn man so möchte. Also sie ist, eigentlich ist sie ein Roboter, aber der sehr menschlich ist. Und es geht eben darum, dass diese Figuren, Prinzessinnen, ich glaube, sie verkörperten Prinzessinnen, ich bin mir schon gar nicht mehr so sicher, in einem Art Freizeitpark leben und dort eben die Besucher immer beschäftigen, bespaßen, mit ihnen kommunizieren und reden und quasi deren Vorbilder sind. Und ja, diese Prinzessinnen entwickeln aber alle irgendwo nacheinander eine Art eigenes Bewusstsein. Finde ich sehr, sehr cool. Ich muss sagen, das Buch hat von mir nur 3 Sterne bekommen, weil es quasi eine Geschichte gab und quasi einen anderen Teil. Und zwar sowas zum Beispiel, ein Gerichtsprotokoll. Eigentlich ist das ganz cool. Also es kam zwischendurch ein Gerichtsprotokoll, dann kam ein Überwachungsvideo, dann kam, glaube ich, mal ein Zeitungsartikel und ja, das kam ganz oft zwischendurch immer, aber ich fühlte mich dadurch irgendwie ein bisschen aus der Geschichte rausgerissen, also aus meinem Lesefluss etwas rausgerissen. Denn eigentlich die Geschichte an sich fand ich echt cool. Das Ende fand ich auch sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Einzelband ist. Ich meine nämlich, dass es ein Einzelband sein sollte. Es hörte sich am Ende aber nach dem zweiten Teil an. Also falls da jemand was weiß, schreibt mir das gerne. Und diesen Teil, wo es dann eben um dieses Gerichtsprotokoll oder andere Sachen ging, die fand ich dann irgendwie nicht so cool. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich fand es als Einzelnes beides sehr cool, aber das beides zusammen fand ich nicht toll. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich fand es auch total blöd, dass man quasi am Anfang des Buches durch diese Gerichtsprotokolle schon weiß, was am Ende passiert. Beziehungsweise
Ja, ich war dann nicht ganz so überrascht über das Ende. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich gerade ein bisschen Angst habe, dass ich euch spoiler. Deswegen, ja, so viel dazu. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch aus dem September. Und das ist Dry von Neil und Jared Chesterman. Das ist auf jeden Fall ein Einzelband und das war definitiv mein Highlight aus dem September. Ich meine, es hat 4,5 Sterne bekommen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall richtig, richtig gut und es war erschreckend real, denn ja, hier geht es um Alyssa, genau, Alyssa. Und Alyssa lebt irgendwo in den USA. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie lebt. Auf jeden Fall, ja, dreht sie eines Morgens den Wasserhahn auf und es kommt einfach kein Wasser. Und die Leute denken sich, ja, okay, vielleicht so 2 Stunden, 3 Stunden, aber dann werden da Tage raus. Und ja, die Leute drehen durch, weil sie natürlich kein Wasser mehr haben. Und es war so real geschrieben, dass man schon teilweise ein bisschen Angst hatte und auf jeden Fall besser auf seinen Wasserverbrauch geschaut hat, wofür man eigentlich alles Wasser benutzt und auch teilweise echt verschwendet, wenn man so will. Ja, es hat einen aufgerüttelt und ich fand die Geschichte wahnsinnig cool. Es war ein Einzelband, ich fand es auch sehr gut als Einzelband. Den einzigen Nachteil, den das Buch hatte, war der Hauptprotagonist. Den fand ich einfach weird. Also der war einfach richtig merkwürdig. Aber das war halt einfach seine Person. Ich muss mal gucken, wie er nochmal hieß. Ja, ich und die Namen. Eigentlich kann ich meinen Namen gut merken, aber Kelton, genau. Der war einfach so crazy. Der war schon wieder zu crazy. Also ja, deutlich zu crazy. Irgendwie kam er mir einfach wie ein kleiner Psycho vor. So ein bisschen sollte er zwar auch so rüberkommen. So, das war der Lesemonat September und jetzt kommen wir zum Lesemonat Oktober. Ja, und im Lesemonat Oktober kann ich euch eine kleine Übersicht geben. Und zwar habe ich im Oktober 1612 Seiten gelesen. Das sind so circa 52 Seiten am Tag. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich da sehr viel auch in Throne of Glass gelesen habe, was ich euch jetzt aber nicht zeige, da ich es im Oktober nicht beendet habe. Ich habe auch noch 2 andere Bücher im Oktober begonnen, die ich aber auch nicht beendet habe, deswegen seht ihr die hier auch nicht. Ja, der Oktober war quasi katastrophal, was meine Bücher anging. Ich habe jetzt einen Sub von 912. Ja, ich habe wieder die 900 überschritten. Und haltet euch fest, ich habe eine Durchschnittsbewertung von 2,8. Also die Bücher, die ich im Oktober gelesen habe, waren nicht so bombig. Und ich habe jetzt 60 angefangene Reihen, was ja eigentlich geht. Ich glaube, am Anfang des Jahres hatte ich 62. Also von daher. Ja, und dann fangen wir direkt mit meinem Jahreshighlight, nicht Jahreshighlight, sondern Monatshighlight an. Das hat 4 Sterne bekommen und zwar Kingdoms of Smoke, die Verschwörung von Brigant. Das ist, wie ihr seht, ein Leseexemplar gewesen. Dazu gibt es auch eine Rezension, deswegen erzähle ich euch mal nicht ganz so viel darüber. Ihr könnt sehr gerne da vorbeischauen. Das findet ihr auch am Abspann dieser Rezension. Und ja, hier drin geht es um 5 verschiedene Protagonisten. Einmal geht es um Catherine und Catherine ist die Prinzessin von Brigant. Dann gibt es Ambrose und Ambrose ist ihr Leibwächter und ja, heimlich in sie verliebt, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz so heimlich. Dann gibt es Tash. Tash ist eine Dämonenjägerin. Dann gibt es noch Marge. Marge ist ein Diener vom, ja, König von Kalidor war es, glaube ich. Genau. Und als 5. gibt es noch, was ist der Name? Edion? Genau, Edion. Und Edion ist ein Dieb, der taucht auch noch nicht ganz am Anfang des Buches auf. Ich fand das Buch echt wahnsinnig gut. Also, ich fand es sehr, 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 sehr gut. Es ist allerdings recht wenig passiert. Gerade im Mittelteil ist nicht viel passiert. Aber ich fand alle Protagonisten echt toll. Das habe ich selten, wenn ja,
so viele Protagonisten erzählen. Am Anfang mochte ich am liebsten Tash, weil einfach ihre Kapitel sehr actionreich waren, weil sie eben auf der Dämonenjagd war. Am Ende mochte ich dann am liebsten Catherine und ich freue mich unglaublich auf Band 2. Ich habe die Hoffnung oder auch die Vermutung, dass es in Band 2 etwas rasanter zugehen wird, weil am Ende von diesem Band etwas passiert ist. Ja, was mich darauf schließen lässt, dass es etwas, ja, aufregender wird, wenn man so möchte. Dann kommen wir zu den nächsten zwei Büchern und bei, ja, dem einen wusste ich, dass es mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen wird. Ja, wo man sich natürlich fragt, warum ich es dann lese, aber dazu gleich mehr. Und das Buch, was jetzt kommt, ich sehe gerade, ich habe meine Punkte da sogar noch dran. Das Buch, was jetzt kommt, hat mich leider ziemlich enttäuscht. Ich war aber gestern auf einer Lesung und habe gehört, dass es einigen so ging mit dem Buch. Deswegen bin ich da wieder ein bisschen beruhigt. Und zwar von Eva Völler, Zeitenzauber, den ersten Band. Ich muss dazu sagen, irgendwie habe ich Probleme mit Zeitreisebüchern, weil ich meine, es ist schwer zu erklären. Es ist echt schwer zu erklären, dass es verständlich rüberkommt und man nicht denkt, was? 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 Ja, aber bis jetzt hat das bei mir kein Buch geschafft, auch nicht im Ansatz irgendwie zu erklären, was da gerade so los ist und passiert. Wobei ich sagen muss, dass das das Beste ist bisher von der Zeitreise, also wie es eben erklärt wurde. Was ich nämlich besonders cool fand, ist, dass ja, in der Vergangenheit sie die Wörter, die es in der Zukunft gibt, einfach nicht benutzen konnten. Was ja in gewisser Weise logisch ist, dass man keine Begriffe benutzen kann, die es noch gar nicht gibt in dieser Zeit. Aber in anderen Zeitreisegeschichten ging das immer und das fand ich hier richtig, richtig cool. Ich muss aber sagen, dass ich die Protagonistin einfach ultra nervig fand. Die war so dermaßen nervig, also so eine nervige Protagonistin habe ich so gut wie noch nie erlebt. Und zwar ist unsere Protagonistin Anna. Anna? Hieß sie Anna? Ja, Anna. Und sie ist mit ihren Eltern in Venedig, weil der Vater da irgendwie an einer Ausgrabung, glaube ich, teilnimmt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja, sie lernt dann dort Sebastiano kennen, der ja, sie irgendwie in die Vergangenheit mitnimmt, auch wenn es eigentlich ein Versehen war. Und mehr kann ich eigentlich schon nicht sagen, weil ich sonst spoilern würde, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Aber auf jeden Fall war sie einfach so nervig und so dumm. Sorry, dass ich das sagen muss, aber sie war echt dumm. Ich glaube, das Buch hätte einfach halb so lang sein können, wenn sie mal ein bisschen nachgedacht hätte. Also sie hat so wirklich dumme Sachen getan, wo ich mir nur dachte, warum? Wie kommt man denn darauf? Also, ja. Und dann, ja, man wird es eigentlich schon ab Anfang des Buches wissen, dass, ja, es ein Liebespärchen in diesem Buch gibt. Und diese Liebesgeschichte war einfach absolut absurd. Wirklich absurd. Quasi sehen sie sich in diesem Buch 5 Minuten und sehen sich dann die ganze Zeit gar nicht mehr. Und dann sehen sie sich wieder und nach 10 Minuten denkt sie sich, okay, ich habe mich in ihn verliebt, wo ich mir denke, why? Du kennst ihn nicht mal, du kennst ihn 15 Minuten. Wie geht das? Also, ich meine, ich glaube an Liebe auf den ersten Blick, aber das war mir dann doch etwas arg zu schnell und etwas arg, ja, aus der Luft gegriffen. Das Buch hat im Übrigen von mir 2,5 Sterne bekommen, weil ich den Schreibstil ganz okay fand. Also man kam schnell durch das Buch durch und weil ich eben die Zeitreiseaspekte, die erklärt wurden, gut fand. Es wurde leider wenig erklärt, aber was erklärt wurde, fand ich gut. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch aus dem Oktober. Das habe ich, obwohl es so schlecht war, in 4 Tagen beendet, was aktuell für meine Verhältnisse sehr schnell ist. Und zwar ist das von Julie Heiland Blutwald.
Falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich meine, es war letztes Jahr im Dezember, Bannwald angefangen habe und extrem enttäuscht war von dem Buch. Und ja, ich hatte dann überhaupt keine Lust, Band 2 weiterzulesen. Oh, entschuldigt, ich muss gerade diesen, mein Sticker fummeln. Ja, ich hatte dann überhaupt keine Lust auf den zweiten Band. Und dann hat mich eine liebe Instagramerin angeschrieben, ob wir was gemeinsam lesen wollen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich lese Band 1, dann lesen wir Band 2 zusammen. Und ich, ja, das machen wir, weil ich dem Ganzen eigentlich noch eine Chance geben wollte. Aber ja, der Band war noch schlimmer als Band 1 und ich dachte, das geht eigentlich nicht. Beziehungsweise, naja, gut, Band 1 hat, glaube ich, 3 Sterne bekommen. Aber ja, ich werde auch noch Band 3 tatsächlich lesen, damit ich einfach mal wieder eine Reihe beendet habe und damit ich auch weiß, wie diese Geschichte endet. Und zwar geht es hier drin, grob gesagt, um die Leonen und die Tauren. Das sind Sternenvölker. Ja, die Leonen sind die Löwen und die Tauren sind die Stiere. Und es gibt, ja, logischerweise wie die 12 Sternzeichen, auch 12 Sternenvölker. Fand ich ultra cool, die Idee. Aber das Buch war einfach unfassbar langweilig. Unsere Protagonistin heißt nämlich Robin und Robin lernt einen Tauren kennen, die eigentlich dazu da sind, andere Leute zu töten und auch nichts anderes tun, als andere Leute zu töten. Aber dieser Taurer verschont sie und ja, dann treffen sie sich immer wieder und es kommen einige Sachen raus, mit denen man nicht gerechnet hat und die eigentlich echt spannend waren. Aber durch die Erzählweise von der Protagonistin, von der Autorin, war das so langweilig, dass das Spannende langweilig wurde. Kennt ihr das? Furchtbar. Und ja, im zweiten Band war es noch schlimmer, weil Robin mich einfach ultra genervt hat. Also ultra genervt. Sie war fast genauso schlimm wie Anna in Zeitenzauber, aber noch nicht ganz so krass. Aber es sind einfach Dinge passiert, womit die Autorin auch umgegangen ist, die ich einfach nicht toll finde. Ich finde, ein Buch hat teilweise auch eine, ja, wenn man will, Vorbildfunktion. Und wenn dann da Dinge drin passieren, bei denen ich mir denke, wenn das ein Kind liest oder ein Jugendlicher und der liest das und das wird einfach so übergangen, ein etwas schwieriges Thema, ich weiß nicht, was das soll. Also das tut mir leid, aber ja, diese eine Szene, die ich damit meine, das ging für meine Meinung nach gar nicht. Aber auch der Rest des Buches war einfach stinklangweilig. Man wusste einfach alles, was passiert. Und das Liebespärchen hier drin, ein Hin und Her. Hin und Her und Hin und Her. Also, nein. Nein. Ganz schrecklich. Den dritten Band werde ich im Übrigen am Montag anfangen. Heute ist Samstag, also übermorgen. Ja, das Buch hat 2 Sterne von mir bekommen, war definitiv mein Flop des Monats. Und das wird auch definitiv eine Reihe sein, die wieder aus meinem Bücherregal auszieht. Da würde mich mal interessieren, ob einer von euch diese Reihe kennt und wie ihr die so fandet. Vor allen Dingen, da ich ja eine schlechte Meinung darüber habe, würde mich interessieren, ja, ob es jemanden gibt, der eine gute Meinung dazu hat. Denn meine Lesepartnerin findet die Reihe genauso langweilig wie ich. Aber wir wollen dann doch nochmal Band 3 lesen, weil der Schreibstil so ist, dass man echt schnell durchkommt. Und ja, ich dann doch irgendwie wissen will, wie es endet, auch wenn es blöd ist. Kennt ihr das? Furchtbar. Ja, das war aber jetzt mein Lesemonat, beziehungsweise meine Lesemonate September und Oktober. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!